Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um dieses riesige Ungetüm, ich meine im Moment wirkt er wieder ziemlich klein, weil er so weit entfernt ist, hinter uns gekümmert. Und jetzt müssen wir endlich wieder weiter in der, naja, in der Story jetzt nicht direkt gehen, sondern es ist ja Nebenquest. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Und die Sona finden. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Müssen wir da jetzt irgendwie hochklettern oder müssen wir links hoch? Achso, hier geht's hoch. Okay. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich hier schleichen muss. Ist das noch weiter oben? Hallo? Drehte. Ach so, da. Okay. Ich wollte gerade sagen, da die sieht man jetzt mal, hier gelagert. Wie groß dieses Wohin Viech eigentlich ist. So, sie hat hier gelagert. Ja, untersuche das Gebiet. Wie denn? Wo denn? Halt, da stand gerade irgendwas. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Okay. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. So, wenn ich jetzt... Ach so, da hinten. Okay. Folgen wir mal der Blutspur. Das Schöne ist, ich habe jetzt gesehen, alle, die wir friedlich umgepult haben, Spuren. Die erscheinen so grün jetzt bei Stiefel uns. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Nein! Oha. Warum sind die so rot? Nein, ich bin nicht hier. Kann man die von hier oben noch scannen? Nee, ne? Das war jetzt aber irgendwie seltsam, dass die rot waren. Komm, zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Nicht backen. Ah, jetzt. Ich komme hier raus. Ach, da oben. Sag mir das doch einer. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Da hinten. Weg da. Was wollte ich denn erledigen? Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens.
Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Da dachte ich, ich kann mal kurz Tee trinken. Auf der anderen Seite dieses Berges graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Ja, werden wir auf jeden Fall. Und wir müssen mal kurz zwischenspeichern. Weil wir das nämlich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Und ich ja immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen panisch bin, aber ich habe halt noch die ganzen schlechten Erfahrungen, dass immer wieder Abstürze kommen. Und ich will nicht, dass sich das nochmal wiederholt. War doch jetzt ein Wildschwein, oder? Ja, ja, ich komme. Was haben wir denn hier? Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. So, okay, der läuft da rum. Ich weiß jetzt nur nicht genau. Feindlicher Mensch. Ach, deswegen. Okay. Oh Gott. Achso, ich muss hier wahrscheinlich erstmal runter, oder? Dann lande ich aber direkt da drin. Das ist auch nicht so clever. Da lande ich direkt im Busch. Das wäre vielleicht besser. Komme ich da hin? Okay. Das war's mit dem Schleichen. Hallo, weich doch mal aus. Entfessle die Macht des Schandes über. Hallo? Dein Ernst? Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Können wir die nochmal durchsuchen? Die können wir nochmal durchsuchen. Die wahrscheinlich jetzt auch, oder? Okay. Also, ich glaube, das mit dem da reinpreschen war jetzt nicht so eine gute Idee. Obwohl man da geschützt ist. Ich denke mal, man muss hier irgendwie an der Seite runtergehen. Aber ich weiß ja nicht so genau, was mein Ziel eigentlich ist. Das ist da hinten, oder? Erledige die Kultisten und die... Ja, super. Die Frage ist jetzt, können wir da irgendwie durchschleichen, ohne dass die uns sehen? Bei der Maschine ist das irgendwie einfacher. Ich würde mal glattbar... Achso, da können wir auf die andere Seite. Und darunter. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht.
Also, die sehen auch irgendwie seltsam... Was war das denn? Die sehen auch irgendwie seltsam aus mit diesem roten. Zerstöre die Lohebehälter. Das heißt, eigentlich müsste ich hier durch, ohne dass die mich sehen. Das Problem ist nur... Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Wenn ich den kaputt mache, dann kommen die auf mich zugeschossen. Das ist das Problem, ne? Ja, komm, geh wieder zurück. Das Problem ist, wenn ich jetzt nach da hinten schleiche, sieht der Typ mich oder sieht er mich nicht? Feindgesichtet! Ich sehe was. Hallo. Wie überlebst du denn mal einen schweren Schlag? Nö, du hast mich nicht. Augen nach oben, da ist sie. Nein! Oh, nicht da runterspringen. Sag mal, kannst du einfach mal auf den... Du sollst den kaputt machen. Hä? Sag mal, kannst du doch mal ausweichen oder was? Wo ist der Typ denn? Suche Abweichung, Ziel gefunden. Der da hinten. Oh. Junge, geh mal aus dem Weg hier. Boah, ist das ätzend, wenn die da so blöd rumliegen. Wir sammeln jetzt erstmal eben hier ein. Die können wir nämlich auch gleich runtergehen.
Hallo, ich will dich einsammeln. Du kannst unserem Griff nicht entkommen. Will ich ja gar nicht, aber wenn du so doof bist und nach da unten gehst, beziehungsweise unten bleibst, Feigling. Du bist erledigt. Das war's. Das können wir nicht mehr. So, wie können wir denn jetzt hier nach unten? Da ist auch noch einer. Du kannst dich vor unserem Zaun nicht verstecken. Du bist ein Böser, oder? Nee, du bist ein Guter, glaube ich. Also irgendwie waren die Guten doch eben noch gekennzeichnet. Warum denn jetzt nicht mehr? Kein Platz mehr. Sauerei. Ich hoffe, wir haben jetzt oben nichts vergessen. Ach, da hätte ich runtergekonnt. Ja, toll. Da hinten müssen wir hin. Ach, da steht sie jetzt. Hi. War nicht es ganz ist so nicht lautlos. Vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Eieiei. Mutter-Sohn-Zwist hier. Das wäre geschafft. Können wir alles nicht mitnehmen? Ja, wofür haben wir das denn gemacht hier? Nee, Moment. Ach so. Der ist wieder zurückgelaufen. Okay, wo soll ich jetzt untersuchen? Einfach so hier, okay. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, was wir untersuchen können. Ja, anscheinend nicht. Was ist das denn hier? Das flackert so komisch. Das darf man aber nicht mitnehmen. Das ist doch Sauerei. Oder kann man das irgendwie scannen? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay. Ich hab was. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu! Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Ja, die Kriegsherren haben wir erreicht. Und ganz nebenbei, habe ich gerade gesehen, haben wir auch die Stufe 10 erreicht. Sehr schön. Ich denke mal, ja, das war mir klar, dass das noch ein wenig weiter weg ist, das Ziel, was wir jetzt haben. Begib dich zum Roten Echo. Das heißt, wir können jetzt auch noch nicht weitermachen mit der Hauptquest. Die wäre hier nämlich gewesen.
Eine Sucherin vor den Toren. Also da könnten wir theoretisch auch mit weitermachen, aber werden wir natürlich nicht tun. Wir werden erstmal hier die ganze Szenerie noch weiter verfolgen. Ja, das werden wir aber natürlich nicht mehr heute machen, sondern in der nächsten Folge. Jetzt kommt auch endlich mal, dass wir Stufe 10 erreicht haben. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge werden wir uns dann zum Roten Echo begeben und ja, ihrer Blutdurst frönen. Der Wind muss von den Bergen ins Tal eingefallen sein. Ja, ey Leute, das ist ganz toll. Das ist jetzt ein schönes letztes Wort von uns gewesen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!